Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, er ist da, der Mann, dem die Hunde vertrauen. Martin Rütter, herzlich willkommen. Martin, lass uns gleich reinspringen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Ich habe es auch erst und Bettina, glaube ich, auch durch die Recherche und in Vorbereitung auf das Gespräch herausgefunden. Es gibt in Hamburg und ich glaube nur in Hamburg einen Weihnachtsmarkt für Hunde. Krass. Ja. Ich war heute hier auf dem Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg. Und da habe ich auch einen Stand, nur vorne gesehen, mit Backwaren und mit Dekorationen. Aber an einem, also was heißt, was gibt es denn da? Ja, da? Ich frage dich, du bist die Kompetenz hier. Ach so, ja, ich war da auch noch nicht eingeladen, in dem Sinne. Ich habe das Gefühl ohnehin, also Thomas ist ja sozusagen auch ein leidenschaftlicher Hundeliebhaber. Wir haben mittlerweile doch Hunde, die keineswegs in einer Service-Oase leben. Es gibt Hunde-Yoga, es gibt einen Hunde-Friseur, es gibt Hunde-Cafés. Ja. Ich wünschte, in Hamburg gäbe es schon mal ein anständiges Café für Menschen. Aber es gibt, als jemand, der lange in Österreich war und in Berlin, Entschuldigung. Aber es gibt Hunde-Pediküre, Hunde-Yoga. Ja. Ist das ein bisschen zu viel? Das ist nicht ein bisschen zu viel, das ist sehr viel zu viel. Das ist zu viel. Also das ist ja genau das, also dass wir im Grunde darauf achten müssen, dass man so ein bisschen wieder zu einer Intuition zurückkommt. Also die Menschen gehen entweder extrem verkopft daran und sagen, ich lese erstmal 60 Bücher und 24 Stunden am Tag muss ich darauf achten, dass mein Hund sich anständig benimmt, dass er ausgelastet wird, 400 Spielzeuge bekommt. Also ist völlig übertreiben. Ja. Und die andere Ecke ist eben, man rennt in der Pandemie in ein Tierheim oder zu einem Züchter, um den Hund dann ein paar Monate später wieder wegzugeben. Also das heißt genau, eigentlich so ein bisschen spiegelt das unsere Gesellschaft wieder. Also entweder sehr viel Bildung oder keine, sehr viel digital oder gar nichts. Entweder lebt der Hund im Schlaraffenland oder wird in einen Käfig gesperrt. Du hast beobachtet, dass selbst der Spaziergang mit dem Hund heute nicht mehr derselbe Spaziergang ist wie vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Das ist wirklich so lustig, weil ich ja in der Tourphase jeden Tag in einer anderen Stadt bin. Und ich gehe ja dann wirklich gerne unter Leute. Und ich habe das nicht so gerne, dass ich alleine bin und so. Ich gehe mit Emma dann durch den Wald und treffe da andere, also mit meinem Hund und treffe andere Menschen und so. Und das ist wirklich abstrus, dass jemand, der sagt, er geht 25 Minuten mit dem Hund spazieren, er könnte das in den Büroklamotten machen, in denen er ja gerade nach Hause gekommen ist. Aber nein, dann muss ich da Special Agent Mutti ausrüsten. Dann geht das los, dann kommen Wanderschuhe für 400 Euro. Also Reinhold Messner wäre froh gewesen, dann wird die Jack-Wolfskin-Jacke mit 60.000er Regensäule angezogen. Also die könnte wirklich ein Jahr unter den Niagara-Fällen stehen. Sie hätte nicht einen Tropfen. Dann wird eine Trillerpfeife, ein Klicker, eine Wurfkeule, Leckerchenbeutel mit 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Kotbeutel dabei, aber so viele, dass der Hund 3 Jahre ohne Pause durchscheißen könnte. Und dann geht sie 5 Schritte raus, stellt fest, oh, wir sind 25 Minuten unterwegs, geht wieder rein, holt eine Wasserportion für den Hund, das sie mitnimmt. Völlig abstrus. In meiner Kindheit ist der Opa mit dem Hund zum Kiosk gegangen, hat sich eine Frikadelle und einen Pilz reingefeuert und ist wieder nach Hause gegangen. Die Wahrheit liegt aber eben in der Mitte. Ja. Das heißt, also der Spaziergang nur zur Kneipe ist nicht richtig, aber auch dieser Über-Helikopter-Mutter-Spaziergang eben auch nicht. Also der Hund wird im Grunde zu einem Designobjekt. Ja, das ist ja das, was du sagen willst. Ne? Ja, Designobjekt weiß ich nicht, aber eher so dieses übertrieben damit zu sein. Also das heißt also gar nicht, ich habe so das bei Eltern ganz oft, aber auch bei Hundehaltern ganz stark, dass so diese Intuition irgendwie weg ist. Man hat Angst, einen Fehler zu machen. Man versucht es zu perfektionieren, ähnlich wie bei den Themen, die du vorhin hattest, dass man eigentlich gar nicht sagt, ey, wir machen das jetzt mal einfach und gucken mal, was passiert. Und der Hund muss Hund bleiben. Ja, Hund genau. Verstehst du, das ist so meine Intention zum Beispiel. Also der Hund muss Hund bleiben. Ja, und der Antheus muss auch mal laufen und rennen und sich auch mal in einer Pfütze wälzen, verstehst du? Und dann muss ich direkt den Hund hoch. Aber das der ist muss ja genau die Hunden Frage. Spielen. Ja, und Leckerchen hin und her und Kotbeutel dran. Ich habe das auch schon beobachtet. Also ich finde, das ist so ein Überbemuttern. Absolut. Gerade. Ja, und da kommt aber der Hund zu kurz, weil der Hund, der will das auch gar nicht. Der Hund will nur Hund sein. Weil sie werden halt super menschlich, oder? Wir machen Menschen draus, aber es sind und bleiben halt Tiere. So. Die haben ja auch einen Dackel, ne? Ja. Aber das ist jetzt die Frage. Das Programm von Martin heißt, der neue Programm heißt, der will doch nur spielen. Ja. Wie oft stimmt dieser Satz? Naja, es ist immer die Reihenfolge. Ne? Der Hund rennt dem Jogger hinterher. Der tut nichts. Ja. Dann springt er den Jogger an, der will nur spielen, dann beißt er rein. Oh, das hat er ja noch nie gemacht. Das ist ja immer so die Reihenfolge. Ja. Ne? Aber trotzdem muss man sagen, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, wo man jetzt rausgeht und sofort in Gefahr gerät. Da fallen mich 4 Hunde an. Also Deutschland ist wirklich sehr, sehr harmlos, was Hunde anbelangt. Und wenn wir über Vermenschlichung reden, es darf nicht in die Richtung gehen, dass es ein Menschersatz wird. Mhm. Trotzdem kann ich sagen, dass mein Hund
denselben Stellenwert in unserer Familie hat wie jedes andere Familienmitglied. Klar. Also ich kann dir wirklich sagen, als meine erste Hündin gestorben ist, ja, war ich aber ziemlich aus den Schuhen gehauen, obwohl ich mich, sie wurde 16,5, ja lange darauf einstellen, ja, konnte. Aber es war wirklich so richtig Boden und dann Füßen weg. Und ich hatte sie ja immer mit auf Tour. Und das hat wirklich 2 Jahre gedauert. Ich hatte so Rituale. Ich fahre immer in die Hotel-Tiefgarage, bringe erstmal einen Krempel hoch und dann habe ich Mina geholt. Mhm. Und es hat wirklich 2 Jahre gedauert, dass mir immer noch passiert ist, dass ich meine Klamotten ins Hotelzimmer geworfen, ja, habe und dann im Fahrstuhl stand und dachte, ja, das ist jetzt aber doof. Traurig. Also ich hatte so Erlebnisse, dass ich die plötzlich dann gerochen habe oder gehört habe. Und das kannst du natürlich als jemand, der kein Tier hat, überhaupt nicht nachvollziehen. Und deshalb in dem neuen Programm ist es auch so, die Frage ist ja immer, was soll an dem Abend passieren? Und bei mir ist es ja jetzt keine reine Comedy-Show. Ich meine, jeder weiß, bei mir wird gelacht und da ist Halligalli in der Bude. Aber ich komme ja immer aus einer inhaltlichen Ecke und gucke ja immer, was will ich eigentlich vermitteln? Mhm. Und wir lassen das Programm tatsächlich enden, wie es in einer Comedy-Show sehr ungewöhnlich ist. Wir reden tatsächlich am Ende übers Sterben. Und ich erlebe jeden Abend bei 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, dass wir eine geschlossene Gruppe sind, die am Ende weint. Und ich habe jetzt knapp 40 Termine bei dieser Show gehabt. Wir haben noch 150 vor uns. Und mindestens die Hälfte der Termine stehe ich dann selber am Ende da und mir kullern die Tränen runter. Was ich aber nicht schlimm finde. Alle haben mich gewarnt und haben gesagt, das kannst du nicht machen. Die Leute dürfen nicht da so traurig rausgehen. Die gehen aber nicht traurig raus, weil die in einem total geschützten Raum sind. Total. Die wissen total, das ist nicht um des Effektwillens. Weil diese letzte Nummer, die ich erzähle, da geht es eigentlich darum, den Leuten die Angst zu nehmen. Weil ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn jemand einen alten Hund hat, das ganze letzte Jahr oder die ganzen letzten 2 Jahre dreht sich nur noch darum, wenn der mal nicht mehr ist. Yeah. Und es wird nicht mehr genossen, diese Zeit. Und die letzte Zeit mit einem alten Hund ist zauberhaft und wunderschön. Und auch dieses, ich habe das bei meinem Hund wirklich erlebt, dass die war dann eben alt und klapprig. Und die konnte nicht mehr 2 Stunden spazieren. Und ja, die hatte eine Demenz und die war schusselig im Quadrat. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass um mich herum die Leute belauern. Die belauern mich und denken, na, wie lange geht's denn noch mit dem Tier? Und ich kann dir wirklich sagen, dass die Menschen selber spüren, wann dieser Moment kommt, wann es auch zu Ende erzählt ist. Und davor will ich denen auch in der Show die Angst nehmen. Und ich gehe immer noch raus zum Signieren und Fotografieren und so. Und die Leute schätzen das, die finden es nicht schlimm. Wir trauern ja auch nicht nur um einen Hund, sondern wir trauern um einen Charakter. Total. Wir trauern, der hat uns auch begleitet, dieser Charakter. Absolut. 15, 16. Er hat was miterlebt, was wir auch erlebt haben. Du bist mit dem Fußballer Toni Kroos befreundet. Ja. Und der hat Beagle. Der hat Beagle. Und der Beagle hat, glaube ich, einen ganz eigenen Charakter. Wir haben ja ein Foto. Und auf diesem Foto jedenfalls sehen sie aus, als ob sie kein Wässerchen trüben können. Ja, ja, so wie Toni, der sieht ja auch immer so aus. Ja, ja. Die sind sich auch sehr ähnlich. Also ich habe Toni kennengelernt, da waren die Hunde 1 Jahr alt. Ja. Und jetzt werden sie 13. Und ja, wir kennen uns wirklich schon lange. Er hatte seine erste WM da 2010 als Ersatzspieler noch. Und so lernt man uns kennen. Und eigentlich hat nicht er den Wunsch gehabt, dass ich komme, sondern seine Frau. Ja. Und sie hat gesagt, und die waren beide ja noch sehr jung, die waren 19, 20. Und er hat, Herr Rütter, es wäre total schön, wenn Sie Toni beibringen könnten, dass er nicht immer innerhalb von 2 Minuten alles zerstört, was ich aufgebaut habe. Und es ist so ganz klassisch, die Verteilung. Also Frauen sind in aller Regel ziemlich konsequent in der Erziehung des Hundes. Die gucken, dass sie es gemanagt kriegen. Frauen sind sehr kommunikativ. Die wollen eine Lösung haben. Die wollen auch, dass es gar nicht so drastisch wird. Also wenn ich zu einem Hausbesuch komme und sage, hey, wenn ihr so weitermacht, der beißt die Kinder. Der Mann sagt, da fliegt der Hund raus. Die Frau, dann ist aber schon passiert. Ne? Mhm. Die Frau versucht aber den Weg zu finden, dass das gar nicht so weit kommt. Und so war es eigentlich bei Toni. Wenn er nach Hause kommt, ist da absolut Achterbahn in der Hütte. Also weil die freuen sich. Wenn ja, die freuen sich und Toni freut sich noch mehr. Ja. Du hast dann dieses Szenario, der Hund wirft sich auf den Rücken, der Mann wirft sich auf den Rücken und so weiter. Ja. Halligalli in der Hütte bis zum Abwinken. Jetzt hat er aber 2 Hunde, die sehr eigenständig sind. Der Beagle ist sehr, sehr eigenständig. Der ist ein Meutehund, der will keine Strukturen, der ist völliger Anarchist. Und es ist nicht so ganz einfach, da eine Struktur reinzukriegen. Und Toni seit 12 Jahren zerstört einfach alles von morgens bis abends. Was? Also du wirst ja häufig, also auch von nicht prominenten Fußballspielern, ja, oder von nicht prominenten Menschen zu Hausbesuchen gebeten. Ja. Was ist denn der häufigste Anlass und vor allem der häufigste Fehler, den wir machen? Also die Anlässe sind natürlich ganz vielschichtig. Ja. Also das ist von mein Hund dreht sich im Kreis bis zur Erschöpfung, mein Hund beißt andere Hunde und so weiter. Ja. Springt total in den Rahmen. Internet ist weg.
Bitte? Das Internet ist weg. Ja. Das Internet ist weg. Das der Hund hat das aufgegessen. Internet weggemacht. Oder das der Hund hat die Tango-Schuhe gegessen. Ja. So, alles schon erlebt, ja. Aber das Interessante ist, die Menschen buchen mich dann komme ich da hin und ich weiß nur rudimentär, was los ist. Ich weiß, wo mir ist ein Dackel, der jagt Postboten oder was. Und dann kommst du da rein und du willst ja eigentlich so schnell wie möglich da rein. Und dann klingelst du und dann hinter der Tür. Und dann stehe ich schon manchmal da und denke, okay, die hätten besser keinen Hundetrainer, sondern einen Exorzisten bestellen. Aber ich bin ja da wegen eines Problems. Und so der Hund kläfft und du denkst, okay, jetzt macht sie gleich auf. Die macht nicht auf. Jetzt hörst du erstmal hinter der Tür. Du hast vor keinem Angst. Du stehst da? Doch, ich habe auch schon Angst. Ich habe mich auch schon in Gästetoiletten eingeschlossen und einen Kollegen angerufen. Aber das Interessante ist, sie weiß ja jetzt, ich komme. Da kommt ein Hundetrainer. Jetzt hörst du hinter der Tür. Nein, pfui, aus, hörst du wohl auf. Das ist doch absurd, die bestellt einen Trainer und der darf das Problem nicht sehen und nicht hören. Und jetzt geht das aber noch weiter. Jetzt ist kurz Pause, ich denke, die macht auf und dann sitz, sitz, sitz. Also sie versucht jetzt in den 2 Minuten alles gerade zu bügeln, was 6 Jahre schon. Ja. Und dann kommt das Faszinierendste. Dann kommt das Wort bleib. Die möchten, dass der Hund bleibt. Jedes Signal sprechen die Leute ganz normal. Sitz, Platz, Fuß, aber bleib. Als hätten sie die Hoffnung, den Hund jetzt zu hypnotisieren. Und das kannst du dir echt nicht vorstellen. Du stehst vor der Tür bis 2 Minuten lang und denkst, machen Sie bitte auf. Ich war früher so ungeduldig, da habe ich an der Stelle noch mal geklingelt. Dann ist die ganze Scheiße wieder von vorne los. Ich warte also dann. Und es ist so absurd, dass selbst dann, wenn die Hypnosesprache der Tür näher kommt und du denkst, okay, die Klinke geht runter, du denkst, jetzt kannst du rein und dann hörst du plötzlich, nein, gehst du wieder zurück und dann fangen die wieder von vorne an. Also im Grunde ist der rote Faden, dass die Leute im Grunde mich zwar anrufen und wollen, dass ich helfe, aber erstmal ist es denen total peinlich. Sie wollen dir eigentlich zeigen, dass du gar nicht hättest kommen müssen. Das machen alle Menschen. Ja. Es gibt keinen Park, durch den ich gehe, wo nicht ungefragt ein Mensch zu mir kommt mit seinem Hund und ganz bedeutungsschwanger sagt, sitz und dann sitzt dieses Tier und der Mensch guckt wirklich, als hätte er das goldene Kalb. Wie finde ich raus, welcher Hund zu mir passt? Also tatsächlich bieten wir das in all unseren Schulen an. Wir haben 120 Schulen in Deutschland mit 300 Trainern. Und wir vergeben knapp 100.000 Trainingseinheiten im Jahr. Und wir bieten immer auch an die Beratung vor dem Kauf des Hundes. Wir haben letztes Jahr 10 vergeben. 10. Gerade 10 Menschen haben es genutzt. Die Menschen entscheiden eigentlich nie mit dem Verstand. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Weil du vorhin meintest, es ist eine besonders intelligente Rasse. Und ich habe noch nie gehört, mein Hund ist eine besonders dumme Rasse. Gibt es sowas denn auch? Danke. Danke, weil es ist genau, das ist eine bestimmt 10-Minuten-Nummer im neuen Programm. Alle Menschen reden sich ein, der eigene Hund ist so intelligent. Ja. Herr Rütter, so einen klugen hatten wir noch nie. Eigene und dann machst du 30 Sekunden Training mit dem Hund und denkst, okay, wie sage ich es den Eltern? Es wird schwierig. Das Spannende ist, dass wir Menschen Intelligenz gleichsetzen mit Kooperationsbereitschaft. Was der Thomas meint, und das steht auch beim Westheilen so, der ist zwar sehr eigenständig, der ist aber sehr, sag ich mal, kreativ. Das heißt, ihm diese Sachen beizubringen, mit Sortieren und so, der braucht das auch. Aber wenn ich 2 Extreme mal nehme, der Labrador, das kennt ja irgendwie jeder, ein Labrador kennt jeder so. Und das ist eigentlich ein infantilisiertes Kleinkind, das bis zum 15. Lebensjahr geistig nicht reif wird. Es bleibt ein Baby. So, das heißt... Das wäre was für mich. Ja, ja, du hast es richtig erkannt, weil das ist natürlich dann auch sehr leicht zu begeistern. Wenn du also einem 15-jährigen Labrador einen Tennisball schmeißt, dann sagt er, boah, warte mit der Arthrose, bis ich stehe, aber dann spiele ich mit. Wenn du aber zum Beispiel einen Herdenschutzhund nimmst, einen Kangal, der sehr eigenständig ist in der Struktur, und du schmeißt ihm einen Ball, der guckt dich an und sagt, ja, wenn du es nicht mehr brauchst, okay. Gar keinen Impuls hinterher zu rennen. Deshalb ist es schon so, dass es rassetypische Eigenschaften gibt. Aber das Spannende ist, dass in einem Wurf von 8 Welpen jeder Einzelne einen komplett individuellen Charakter hat. Mhm. Und das ist spannend. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Mhm. Passt der Westie zu Thomas eigentlich? Total. Ja, ja, passt. Ne? Ich muss so lachen. Thomas und ich sind uns vorher noch nie begegnet. Ja. Natürlich kenne ich ihn aus dem Fernsehen, er kennt mich aus dem Fernsehen. Wir kamen rein und als ich hörte, Thomas Rath ist da, ich sitze ja so, T-Shirt ist ja bei mir auch bei Bambi-Verleihung T-Shirt, aber es ist das erste Mal, dass ich ohne Jeans hier sitze. Er sagte mir direkt, guck mal, ich habe eine schöne Hose. Pass auf, das ist so, so wie die Leute Angst haben, mir mit dem Hund was zu zeigen, bin ich zu Thomas und seinem Mann und habe gesagt, ey, ich habe für euch extra heute meine schickste Hose. Und sein Mann hat sofort gesagt, das ist die schickste Hose. Und das ist ja genau das, der West Highland Terrier ist genau das, was der Mann gemacht hat. Ja.
sehr eigenständig, sehr starken Kopf und sehr. Oh, guck, das ist ja ein Theo. Jetzt, lass uns ein wichtiges Thema besprechen, lieber. Seit 2006 hat sich die Zahl der Hunde in Deutschland verdoppelt auf in etwa 10 Millionen Hunde. Jetzt. Die angemeldeten, ich glaube, es sind Es sind vielleicht sogar noch mehr. 10 Millionen? 10 Millionen Wahnsinn, Hunde, ne? In Deutschland und seit 2006 verdoppelt. Da hat natürlich Corona eine Rolle gespielt. Ja. Aber nun ist Corona vorbei. Bei Corona waren die Hundeheime leer. Ja. Und jetzt? Die Tierheime waren wirklich leer geputzt, das muss man wirklich sagen, oder viel leerer als sonst. Obwohl die Tierheimleiter und die Tiermitarbeiter schon ein gutes Gefühl hatten, wem gebe ich einen Hund und wem nicht. Ja. Aber die Pandemie hat vor allen Dingen eine Sache hochgespült, den Welpenhandel. Wir haben eine Reportage darüber gedreht, sind 1,5 Jahre quer durch Europa gereist, haben Leute eingeschleust, haben Welpen in Ungarn gechippt, um zu gucken, wo landen die und so weiter. Und es ist natürlich total pervers, dass die Leute alle sofort den Welpen haben wollen. Bei eBay Kleinanzeigen einen Hund kaufen. Also niemals würde ein seriöser Züchter bei eBay inserieren. Aber noch schlimmer finde ich, dass es so etwas gibt, dass Welpen in Deutschland im Zoohandel erhältlich sind. Also es gibt dann so Experten zu Zajac und Welpenstube Winkel. Welpenstube Winkel präsentiert sich wie ein QVC-Sender. Hat jeden Tag 200 Welpen da, hat auf der Internetseite wie ein Ticker laufen. So, noch 4 Chihuahuas, noch 3 Cocker Spaniel. Hat 40.000 Welpen verkauft in seiner Zeit. Und in diesem Haus geht es natürlich keinem einzigen Hund gut. Nee. Und das ist eigentlich skandalös, dass wir in einer so aufgeklärten Gesellschaft leben. Und aber Politik sagt, okay, das ist für uns völlig okay, dass jemand 40.000 Welpen verhökert und sich nicht drum kümmert. Also lieber ins Tierheim gehen und mal einen Hund holen. Absolut. Genau. Absolut. Ja. Und die Leute haben immer Angst, in ein Tierheim zu gehen, weil sie immer glauben, sie kaufen ein Füllhorn an Problemen. Ja. Ich habe die Erfahrung gesammelt, wenn sich jemand einen Hund aus einer topprämierten Zucht kauft, und ich treffe den 4 Jahre später, hat er dieselben Probleme, als wäre er mit verschlossenen Augen in ein Tierheim gelaufen. Weil die Leute natürlich selber dafür verantwortlich sind. Martin, mit bitte um 2 kurze Antworten. Ja. Erster Hund ins Bett, abends oder nicht? Ja, wenn die Menschen da Lust drauf haben, auf jeden Fall. Es gibt keinen erzieherischen Grund dagegen. Warum? Der Hund ist Rudel. Nee, der Hund will ins Bett, nicht weil er die Weltherrschaft haben will, sondern weil es bequemer ist. Kannst du deinen Mann sagen? Sandro. Sandro ist so. Es hat keine einzige Sekunde einen Charakter von, wir haben ein Dominanzproblem. Ja. Natürlich müssen die Leute das für sich selber entscheiden. Er muss das nicht zwingend haben, aber es schadet an keiner Stelle für die Erziehung. Der süße Hund von Sandro und Thomas kriegt keinen Eierlikör. Bekommen deine Hunde gelegentlich mal einen Likör? Nein, die bekommen keinen Eierlikör. Erstmal müssen wir sagen, dass Alkohol giftig ist für Hunde. Ja, aber da möchte ich an den Tierarzt Ralf Rückert verweisen. Ja. Hunde haben zu Silvester, viele Hunde haben wahnsinnige Angst. Ja. Und man kann mit einer ganz kleinen Dosierung von Eierlikör einen Hund Silvester zum Schlafen bringen. Ach, du und es ist ernst gemeint, Ja. Nicht die Flasche teilen, wir reden von ein paar Millilitern. Einmal googeln, Ralf Rückert heißt der Tierarzt, der das eine Studie gemacht hat, ist wirklich effektiv und nicht problematisch. Martin Rütter, meine Damen und Herren, vielen Dank, lieber Martin, für Hören. Das ist